Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf dem Kanal FL Flow. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euren eigenen Gitarrenbeat oder mehr halt eure eigenen Gitarrenmelodien, euren eigenen Gitarrenloop in FL Studio selber bauen könnt. Das könnte dann zum Beispiel so hier klingen. Ja, also ich fand, mir gefällt das extrem gut, diese sehr irgendwie ruhigen Gitarren, diese warme, lockere Melodie und dann halt so ein paar, nice Drums drauf, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich möchte euch mal zeigen, wie ich das Ganze gemacht habe, zur kleinen Überraschung vielleicht direkt vorneweg. Diese Gitarren sind tatsächlich Stock-Sounds von FL Studio, also keine externe Gitarren-Library, sondern halt wirklich nur die Sounds, die wir mit FL Studio schon mit dabei haben. Ich gehe mal kurz auf meinen Channel-Rack und wir sehen hier schon ganz oben, das sind zwei Gitarren-Sounds. Ich habe nämlich zwei Patterns gemacht. Warum ich das gemacht habe, zeige ich euch gleich noch, aber erstmal zur Soundauswahl. Ich klicke hier mal kurz drauf. Das ist nämlich aus dem Flex und zwar hier aus dem Packs-Ordner von den Essential Guitars, die ihr übrigens über diesen Free Tab hier runterladen könnt, kostenlos. Ist natürlich auch direkt mit FL Studio mit dabei, also ein sehr, sehr cooles Gitarrenpack. Daraus habe ich schon öfter mal Sachen genommen, weil die einfach wirklich extrem gut klingen. Das hier einfach Gitarrenpreset, Delay und Reverb rausgenommen, natürlich, damit ich den halt manuell noch einstellen kann. Das Ganze erstmal geschlossen und das Ganze dann nochmal gelayert. Genau dasselbe Gitarrenpreset, also nichts anders, ne? Damit wir natürlich auch vom Sound, ja quasi die Lead-Gitarre mit der Gitarre, die halt eben die Akkorde spielt, einfach damit wir die ein bisschen gleich haben und sich das ein bisschen mehr ähnelt. Ich habe ja schon gesagt, das sind alles Stock-Plugins, die ich hier nutze. Das ist so halb richtig. Die Gitarren-Sounds sind 100% richtig. Ich habe hier bloß nochmal als zusätzlichen, ich sag mal, Sound, Charakter, der einfach noch ein bisschen dazukommt, habe ich hier noch Guitar-Rig drauf. Das macht nicht unbedingt so viel. Ich kann, wie gesagt, habe ich im letzten Video schon mal empfohlen, euch einfach mal ein anderes Plugin empfehlen. Und zwar von ImageLine gibt es hier auch schon diesen Hardcore-Effekt. Oder ihr nutzt einfach mal hier den Destructor, müsste das, glaube ich, sein, genau. Und hier gibt es auch ganz viele Presets, die man auch mal richtig gut für eine Gitarre nehmen kann. Da einfach mal ein bisschen durchklicken, dann kommt ihr auf ein ähnliches Ergebnis. Würde ich jetzt erstmal sagen, gehen wir jetzt erstmal zu der Gitarre und danach schauen wir uns die Drums etc. an. So, starten wir mal mit der ersten Gitarre, denn die erste Gitarre spielt hier die einfachen Akkorde. Ich schalte das mal kurz in den Pattern-Mode und wir hören uns das mal an. Übrigens, falls ihr euch fragt, warum das hier so schön räumlich klingt, hier ist noch ein kleiner Hall drauf. Der liegt hier auf dem Masterbus und zwar ist das dieser hier. Das ist tatsächlich mein eigener Reverb. Problem ist, der ist noch nicht raus. Aber ihr könnt auch jeden anderen Reverb nehmen. Ich finde es nochmal schön, weil ich merke halt selber, wie gerne ich diesen Hall-Sound nutze. Also ich finde, das macht so... Es hat so einen schönen Anteil. Ich mag auch diesen Chorus-Effekt einfach sehr auf meinem Hall. Deswegen, ja, wollte ich nochmal kurz erwähnt haben, was ich hier eigentlich genau genutzt habe. Noch zusätzlich ein Equalizer. Dynamischer Equalizer, könnt ihr auch einen ganz regulären Equalizer nehmen. Hier bei 1000 Hertz habe ich das ein bisschen runtergeschnitten und dann auch hier mit einem anderen Equalizer noch bei 200 Hertz. Ne, das war ein bisschen, da war das ein bisschen, sieht man auch, ein bisschen grummelig. Ist an sich vollkommen legitim, aber ein bisschen runtersetzen wollte ich das Ganze dann doch. Wie ist das Ganze hier aufgebaut? Das sind hier unsere einfachen Akkorde. Bloß, dass wir halt hier immer... Mal schauen, ob ich das im Videoschnitt auch einblende hier mit den Akkorden. Das ist recht einfach. Und zwar haben wir hier ja unseren Dreiklang. Und hier sagen wir einfach, wir nehmen den mittleren Finger, ziehen wir einfach immer ganz nach oben. Also wir transponieren das quasi um eine Oktave nach oben. Und jetzt heißt es einfach nur, dass wir das Ganze, wir beginnen unten, dann so stufenweise hochspielen. So, das wäre der nächste Dreiklang, der wäre so. Hier haben wir unser A in der Mitte. Und unser A würde ich jetzt einfach mal nach oben bringen.
Hier habe ich mir dann gedacht, es klingt noch ein bisschen eleganter, wenn ich das nach unten bringe. Ein Halbton. Nee, stimmt gar nicht. Hier vom A zum G ist es. So rum. Das heißt, dann klingt das so. In echt würde das im Dreiklang so klingen. Das klingt ja nicht so gut, ne? Aber wenn ich das ein bisschen mit Abstand reinbringe, klingt das wesentlich schöner, finde ich. Macht gleich einen ganz schönen Eindruck, ne? Und dadurch entstehen halt hier diese ganz einfachen Akkordfolgen. Ihr seht, das ist wirklich nicht komplex, das ist ganz einfach. Und so habe ich eigentlich alle meine Gitarrenloops bislang immer ungefähr so gemacht, ne? Also, wie gesagt, wir haben hier unsere Akkorde. Das ist ein Akkord, das ist ein Akkord. Hier ein, ja, nicht ganz wirklich ein Akkord. Wir haben hier nur zwei Töne. Trotzdem macht das so einen kleinen Akzent und lässt auch einfach mal, was jetzt unser Rhythmus angeht, einfach mal so eine Variation da. Das heißt, auch mal hier schauen, gerne mal bei der Gitarre, nicht, dass die Akkorde immer alle so runter oder hier in dem Fall hoch spielen, sondern dass wir auch mal eine ganz natürliche Pause einfach mal drin haben. Ja, sowas kann man gerne mal machen und ich finde, das klingt auch einfach dann ein bisschen mehr nach Bewegung und nicht so ganz statisch in der Piano Roll. Ihr seht, hier an der Velocity nichts geändert, wo immer alle sagen, Velocity ändern. Das kann man sehr gerne machen. Habe ich, glaube ich, sogar bei der Melodie gemacht. Die zeige ich euch gleich noch. Hier bei den Akkorden, fand ich, hat das soweit gut gepasst. Und ich finde auch, das hat auch einfach einen authentischen Klang. Also ich finde nicht, dass es irgendwie schlecht klingt, sondern mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Das war jetzt erstmal hierzu. Das hat mir noch nicht gereicht, weil das klingt noch ein bisschen langweilig. Also wenn ich das mal so abspiele, klingt das schon gut. Aber ich finde, da fehlt noch ein bisschen, ja, der einzigartige Charakter. Und zwar kommt hier noch unsere Melodie dazu. Ich kann mal kurz in den Pattern reingehen. Die Melodie sieht tatsächlich schon ein bisschen komplexer aus. Ich spiele sie euch mal einzeln ab und dann schauen wir uns das mal in Ruhe an, damit das auch ein bisschen logischer vielleicht für euch erscheint. Das sieht erstmal sehr, sehr komplex aus. In der Realität war das hier Tatsache gar nicht mal so schwer. Ich zeige euch erstmal den letzteren Teil, weil der ist ein bisschen einfacher aufgebaut als der erste. Danach schauen wir uns den ersten auch noch in Ruhe an. Hier ist das eigentlich letztendlich nur ein Wechsel zwischen diesen zwei Tönen. Zwischen dem C in dem Fall und dem G. Das könnt ihr natürlich rhythmisch, so wie ich es gerade mache, bewegen. Ihr seht auch schon in der Piano Roll, das habe ich jetzt echt eingespielt. Dadurch ist hier auch schon bereits ein Rhythmus vorhanden. Oder in dem Fall hier die Velocity ein bisschen anders angepasst. Und jetzt einfach zu sagen, wir fügen noch einen anderen Ton zu diesen zwei Tönen zu. Und da einfach mal ausprobieren. Nehmt mal diesen hier. Oder diesen hier. Das ist komplett egal, welchen Ton ihr hinzufügt. Es klingt gut, wirklich. Ihr könnt irgendeinen Ton nehmen. Solange denn in eurer Tonart mit drin ist, klingt das gut. Ne? Und dann einfach, zum Beispiel in meinem Fall habe ich jetzt hier das E gewählt. Und dann sogar noch ein D. Wo wir erstmal einzeln sagen würden, nimmt man das so? Ja klar, auf jeden Fall. Können wir gerne so nehmen. Und dann sogar hier noch runtergegangen. Und das klingt ja echt nicht gut. Das klingt echt nicht gut, aber wir müssen das halt hier ein bisschen auch betrachten, wie das hier aussieht. Und zwar spielen wir hier einmal das F und das D und dann das E und das C. Ich habe gerade versucht, ob ich auch im Schnitt hier die Piano Roll einblenden kann. Dann seht ihr, es ist eigentlich super einfach. Aber dadurch, dass hier ganz viel davon ist, sieht es halt komplex aus. Das heißt, versucht mal, so ein ganz einfaches Schema zu nehmen, eine Note hinzuzufügen und ihr seht, das waren jetzt gerade 1, 2, 3 Noten und es klang auf einmal, ja, ganz voll und füllend und das ist halt so eine angenehme Top-Melodie. Hier unten einfach noch eine Bassnote rein, die hat hier in dem Fall gut gepasst. Das war jetzt nach Gefühl, also komplett, also alles natürlich nach Gefühl. Ich habe jetzt hier nicht wirklich ein System, wie ich vorgehe, aber ich will euch nur versuchen zu erklären, quasi wie ich in meinem Gedanken mir das so ein bisschen erarbeitet habe. Und diese Bassnote hier wäre in dem Fall einfach nur, ich weiß nicht mehr, ich glaube, sie war auch Teil des Akkords und dann einfach, ja, eine Oktave tiefer. Nichts Kompliziertes. Hier der Anfang sieht ein bisschen komplizierter aus.
Das liegt einfach nur daran, dass wir hier ja größere Abstände haben. Wir haben hier halt noch einen Akkord drin. Das muss man immer ein bisschen betrachten, wenn man was nicht versteht. Versucht immer die einzelnen Noten zu sehen, die zu einem Zeitpunkt spielen. Das heißt, schaut euch meinetwegen das hier an, wenn ihr das hier nicht versteht. Geht hier mit diesem Playback, Symbol hier einmal rüber. Und ihr hört, es kommt dieser Klang. Ja. Gehen wir noch ein bisschen weiter, klingt das so. Und schon ist es verständlicher. Wie gesagt, man sieht es auch in der Piano Roll jetzt gerade nochmal. Einfach ein C, ein G, ein C. Also sogar zweimal hier dieselben Töne. Dann kommt ein D dazu. Das ist vom Prinzip sogar, man sieht es in der Piano Roll nicht unbedingt schwer. Also ein C, ein G, ein C und dann nochmal ein D. Eigentlich super einfach. Und das halt, wie gesagt, nur rhythmisch gespielt. Wenn ich euch jetzt die Akkorde hier ranklatschen würde, ich glaube sogar, ich habe sogar dieselben Akkorde direkt übernommen, dann seht ihr, das ist hier nur ja, ein einfacher Akkord vom Prinzip. Ne? Natürlich alles rhythmisch angepasst. Ihr seht auch mal so einen kleinen Delay, der noch reinkommt. Damit das ein Ticken realistischer klingt, seht ihr auch schon generell, hier überlappen sich immer gerne die Noten. Das mache ich super gerne bei Gitarren, einfach weil es realistischer klingt. Die Töne klingen ein bisschen mehr aus, es klingt nicht so abgehackt, nicht so statisch. Das macht einfach eine Menge aus. Deswegen gerade hier bei solchen Sachen, guck mal, wenn ich jetzt das mal hier kurz mache, klingt das nicht so realistisch wie. Na, einfach weil wir das nicht so abgehackt haben. Das heißt, bei Gitarren gerne mal die Noten ein bisschen länger ziehen. Das macht wirklich nichts aus, wenn die mal ein bisschen übereinander, ja, sich lagern, weil das machen sie mit der echten Gitarre auch. Also nehmt euch einfach mal eine Gitarre und spielt vielleicht mal ein paar Akkorde. Oder schaut euch ein Video an, wie jemand das macht, wenn ihr jetzt selber keine Akkorde spielen wollt. Und dann merkt ihr recht schnell, da, gerade wenn jemand noch eine Melodie oder so drauf spielt zusätzlich, da überlappen sich gerne die Noten und die hören nicht ganz auf, solange man das nicht wirklich abbricht. Also ich finde, das klingt, macht einfach eine Menge aus und klingt auf jeden Fall realistischer. Hier immer noch so ganz kleine Noten, die haben mir noch so ein bisschen den Touch gegeben. Klingt nicht sonderlich realistisch, muss ich zugeben. Ich finde aber in dem Fall kann man hier auch ein bisschen versuchen, durch hochtransponieren oder runter. Das kann manchmal für so einen Effekt sorgen, dass es irgendwie cool klingt. Da, wie gesagt, gerne ein bisschen rumprobieren. Das würde ich euch erstmal zu dieser Gitarre empfehlen. Also gerne an den Akkorden orientieren, falls ihr mal was nicht versteht. Dann einfach mal hier Note für Note, mehr oder weniger, anklicken und dann seht ihr, das sind hier meistens zwei Noten, hier sind es mal drei, ups, hier sind es wieder mal zwei, zwei und hier haben wir, wie gesagt, unser Wechsel. Das ist prinzipiell dieses Solo, was oben drauf kommt. Und jetzt kommt eigentlich der schöne magische Teil, der einfach extrem viel Spaß macht, wenn man beides zusammenleben kann. Denn dann, finde ich, füllt es das erstmal so richtig. Wir hören uns das mal kurz an. Wie gesagt, übernehmt auch gerne diese Melodie, wenn ihr das wollt und das vielleicht als, ja, Starting Point oder so nehmen wollt, gar kein Problem. Dann habt ihr vielleicht so eine Grundlage und diese Akkorde könnt ihr auch, wie gesagt, beliebig austauschen. Ja, ihr habt gerade gesehen, was ich vorhin gezeigt hatte. Hier habe ich einfach mal dieses G geändert und eine Note macht wirklich die Stimmung des Akkordes. Ja, das ändert sie eigentlich schon komplett. Das war es aber noch nicht ganz, denn hier hinzu kommen noch ein paar andere Sachen. Und zwar zum einen diese Top-Melodie. Die spielt so ein bisschen im Hintergrund. Das ist nichts Besonderes. Ich glaube, das. Ach ja, aus dieser One-Shot hier bei mir. Hier aus der Gitarrenlibrary, glaube ich sogar. Das ist dieser One-Shot. Ups. Dann kommt noch hinzu ein Atmospheric Arp. Ich weiß nicht mehr ganz, welches Instrument das war. Ach hier, genau, das war eines dieser Bass-Sounds. Das war hier Chorus. Genau, hier dieser Chorus-Vibes. Das klingt. So, ich weiß nicht, das nehme ich einfach immer für so eine Atmosphäre. Also hört mal kurz selber rein. Ich finde, das macht so einen ganz breiten Sound. Aber es füllt einfach so ein bisschen was. Und das finde ich einfach super elegant mit der Gitarrenmelodie. Ich mache das mal kurz aus. Wieder an. Ist wie gesagt nur so ein bisschen, aber gerade diese Textur, finde ich, lässt halt insgesamt den Beat so ein bisschen voller wirken. Ich meine, wenn ich jetzt, ich will ihn ja nicht überfüllt haben, aber ich möchte durchaus, dass ein bisschen Textur einfach da ist und so ein bisschen einfach, dass
schön brei klingt. Und das wollen wir letztendlich erreichen. Deswegen so ein paar Kleinigkeiten. Die machen es einfach ein bisschen runder. Also wenn ich jetzt sage, ich lasse die Melodie weg, Top-Melodie und den Arp, klingt es auch schön, aber letztendlich wollen wir ja, dass es sich ein bisschen mehr füllt. Genau, das erstmal dazu. Hier ist noch so, ja, einfach eine Hi-Hat, hier sogar aus der Stock-Library. Genau, einfach hier jetzt habe ich das ein bisschen verzerrt. Da habe ich hier diesen Boost-Regler mit der Clip-Funktion angestellt, sodass wir so eine, fast so ein Rauschen haben. Und dann einfach die Hi-Hat, die ein bisschen EQ, die klingt in echt ein bisschen mehr so hier. Das klang mir nicht so gut, ich habe es dann genau so einfach gemacht. Klang für mich einfach ein bisschen besser, da einfach wieder nach Geschmack vorgehen. Hier noch so ein Effekt-Sound, der einfach mit drauf kommt. Genau, kann man auf jeden Fall mal machen. Nichts sonderlich Großes. Dann hinzu natürlich jetzt noch die Drums. Die spiele ich euch auch einmal kurz vor. Hier am besten auch den Drum-Pattern, damit ihr die Noten sehen könnt und die gegebenenfalls übernehmen könnt. Ganz schön langes Pattern. Hören wir mal rein. Hier, by the way, auf der Clap ist nochmal hier ein Reverb drauf. Der ist nicht so doll. Also einzeln merke ich gerade doch, dass der ein bisschen stärker ist, als ich dachte. Aber insgesamt im Mix, finde ich, integriert sich das irgendwie ganz gut. Der pant auch hier übrigens immer mit dem Pan immer so ein bisschen vom linken zum rechten Kanal. Ich finde, das macht einfach dadurch, dass die Clap natürlich im Mono ist. Mehr oder weniger. Also ja, eigentlich schon im Mono. Macht das nochmal ein bisschen diesen Stereo-Klang rein, ohne dass wir jetzt eine breite Clap brauchen. Ich finde, das macht irgendwie ein bisschen was aus. Und es macht es nicht matschig trotzdem. Ne? Hinzu kommt so eine 808. Kann ich auch nochmal hier kurz die Noten zeigen. Die ist wirklich ganz einfach gehalten. Ne? Also das ist wirklich überhaupt nichts mit Slides etc., sondern nur wirklich die Bassnoten, die hier wirklich gespielt werden sollen. Also wirklich sehr, sehr einfach. Hat mir trotzdem sehr gut gefallen. Gemeinsam mit den Drums klingt das dann so. Insgesamt mit allen Sachen klingt das dann so. Kommen wir zur kleinen Mastering-Chain, mehr oder weniger. Hier habe ich einmal ganz komischerweise, es hat irgendwie vom Klang gut gepasst, hier von Analog Obsession, hier einmal diesen Preamp, glaube ich, war das, einfach reingeladen. An sich eigentlich überhaupt nicht auf dem Master-Kanal. Hat irgendwie vom Klang gut gepasst, dem so ein bisschen mehr Wärme gegeben. Oder, ja, was heißt Wärme? Ein bisschen diese leichten Verzerrungen rein. Hinzu dann noch hier der Soft-Clipper. Natürlich ist natürlich klar, ist jetzt mein neues Standard-Plugin für Soft-Clipping. Wer dazu noch ein Video nicht oder noch nicht gesehen hat, klickt mal gerne rein. Da habe ich das genau erklärt, wie ich dieses Tool aufgebaut habe. Ist, by the way, auch kostenlos zum Download, muss ich ja dazu erwähnen. Leider hier die Frucht nicht aktiviert. Ich glaube, aber die könnte sogar noch ein bisschen mehr Punch reingeben. Ja, gibt schon ein bisschen mehr Druck. Aber ich habe es hier mal einfach rausgelassen, weil auf dem Master-Kanal bin ich damit immer ein bisschen vorsichtig. Ansonsten hier die Soft-Clipper natürlich übereinander gelagert, ein bisschen schon stark reingedreht. Dafür nicht ganz so weit den Threshold nach unten gedreht. Das klang einfach für mich schon mal soweit ganz gut. Und dann hier noch abschließend ein kleiner EQ, der so ein bisschen den Bass irgendwie rausnimmt, weil der dann doch ganz schön gescheppert hat. Und ja, das war eigentlich das Endergebnis. Falls euch dieses Video weitergeholfen hat, könnt ihr diesen Kanal natürlich gerne abonnieren. Einen Kommentar schreiben, falls ihr noch Fragen oder sogar Feedback zu diesem Video habt, würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.